Hallihallo, ich meine die Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Frostritter, wollte ich schon sagen. Merge Tactic Kingdom Defense. Meine Güte, das ist immer so ein Wort. Oh ja, ah, verdammt, hätte ich nicht machen sollen. Ich mache immer den gleichen Fehler, ne? Aber das finde ich gut, das reicht. Ist okay. Perfekt. So und so. Mhm. Wir sind jetzt im Wald angekommen. Bei den... Ah, verdammt, er hat den gekillt. Bei den Waldmenschen. Oh, das ist aber auch gut. Oh, ist alles gut. Ich kann so alles mitnehmen. Das Coole ist nämlich, dass wenn... Oh, schade, sehe ich jetzt den Skill... Oh, sehe ich den Skill hier? Doch, da. Wenn ich nämlich ein Artefakt finde, bekomme ich Silber dafür. Und das ist halt so cool, wenn wir Artefakte kaufen, kriegen wir halt Geld dafür. Das ist so nice. I love it. Ich liebe Bergarbeiter. Die sind so overpowered. Aber was sind das eigentlich für Gegner? Unterstützungsunits. Haben noch nicht so eine wirkliche Chance gegen mich, ne? Oh, lecker. Mal Schaufel, perfekt. Magieblock nutze ich derzeit nicht. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt, wenn jetzt eine Einheit stirbt, kriege ich sie auch am Ende wieder. Durch unseren Verbandskasten, unser Verbandskasten-Artefakt. Karsten. Und je mehr Bergarbeiter wir haben und wenn wir ein Artefakt finden, kriegen wir umso mehr Geld, ne? Ist schon heftig, auch wenn wir ein Artefakt kaufen. Wir kriegen fürs Kaufen des Artefakts noch Geld. Das ist total krank. 2, 2, 2. Wir haben 19 rausgehauen. Das ist so lächerlich. Ah, herrlich. 10 Wellen haben wir allerdings so, das ist nicht viel. Das heißt, alle, die wir jetzt freischalten, werden wir mit Fernkämpfern bestücken. Haben wir schon genug Silber benutzt? Ja. Natürlich. Was auch sonst. Easy. Amboss, Händlerbeute, perfekt. So, Bergarbeiter werden wir verbessern. So muss es sein. Und 30 Händlerbeute haben wir schon. Wir brauchen mehr Schützen. Gut, das war eine recht einfache Mission, ne? Oh, diese Artefakte, ich liebe sie einfach. Ich liebe es, wenn ich so viele Artefakte kaufen kann. So, verbessern wir unsere Schützen noch. Leider, ne, auf Level 2 sind jetzt sehr günstig, das heißt, ich kann wahnsinnig viele spammen. Meine armen Finger. Level 8 Bogenschützen haben wir schon in der Mitte. Aber ist natürlich auch, na, keine große Kunst. Sehr schnell geschafft. Und nein, sie zerstört unseren Wald. Es scheint hier ein Missverständnis zu geben. Ihr wollt die Natur wird euch bestrafen. 120 auch noch. Holy shit. Auf geht's zum nächsten. Wir können sicher noch 2, 3 Missionen spielen, bevor die Beutepunkte voll sind. Und da darf ich leider nicht wieder weiterspielen. Ah, 2000 mehr Silber benutzen. Wie geil ist das denn? Oh, was haben wir denn da? Oh, hier wimmelt es vor seltenen Tierarten und Pflanzen. Wenn wir es in unser Territorium aufnehmen, schaden wir dadurch allerdings der Natur. Der Waldhüter wird darüber nicht erfreut sein. Versuchen wir unser Territorium zu vergrößern, ohne die Natur dabei zu schädigen. Oh. Aha. Wenn wir natürlich machen, wir werden die natürlich nicht kaputt machen, ist klar, ne? Ich bin natürlich absoluter Freund von der Natur. Aber die dürfen rüberlatschen, ja? Ein Falkner. Aha. Finde ich auch nice. Habe ich auch schon überlegt, ob ich auch von denen nutzen könnte. Einen Falkner. Die darf ich... Ich könnte sie nutzen, aber ich möchte sie nicht nutzen. Oh ja, yeah, perfekt. Oh ja, yeah, nice. Oh ja. Yeah. Wobei der Bauer erstmal egal ist, aber... Nehmen wir ihn mit. Na, hätte ich nicht tun sollen. Egal, erstmal muss er jetzt sein Geld wieder rausholen, was er gerade geschluckt hat. Dann können wir ihn wieder verkaufen. 26 alle 13 Runden, das ist schon heftig, ne? Schon viel. Finde ich schon.
Hier kann man auch 5 bringen immerhin. Blitzfall, Kopfgeldjäger und das da. So, Bogenschütze kann man noch nicht. Ich will die aber nicht machen. Ich will die nicht kaputt machen. Wirklich nicht. Habe ich keine Lust drauf. Diensthelm finde ich gut. So muss das sein. Perfekt. Die Finale-Way haben Start. Wir haben natürlich die Natur nicht beschädigt, wie es auch sein soll. Aber wir haben sehr viel Geld. 112 haben wir gerade durch den bekommen. Oh, das ist so krass. Dieses dunkle Erz ist so heftig. Das war es auch leider schon. Leider wieder kein allzu herausfordernder Kampf. Aber hey, Beutepunkte, ziemlich viele. Und wir kommen ein Stück in der Geschichte weiter. 1700 Zügen ab, okay. Das heißt, die möchten, dass ich da wahrscheinlich Bogenschützen draufpacke, ne? Auf die unteren. Aber da, wieder ein Falkner, ja. Level 6 sind die, holy shit. So, und der Anfang wieder, ein bisschen interessanter. Greift der mehrere gleichzeitig an? Oh, das ist sogar schon mein Feld, interessant. Eiskalter Zapfen, Bogenschützenstufe, perfekt. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Der kommt dahin und der kommt dahin. Hätte ich noch vorher benutzen sollen. Hätte ich ein bisschen mehr Geld bekommen, weil ich dann einen neuen zusätzlichen Bergarbeiter habe. Keine Lernfelder. Ja, perfekt. Ja, So, das ist wichtig, das ist wichtig. Kann man ein bisschen davon verbessern. Den Bauern müssen wir erstmal... Oh mein, wir können auch sterben. Das habe ich kein Problem mit. Aber ey, der darf nicht sterben. Ihr hässlichen Kanoniere. Euch hasse ich ja. Okay. Mhm. Das heißt, Bogenschützen müssen jetzt erstmal gepusht werden. Das sind nämlich Schützen. Von weit, weit wegschießen, ne? Aua. Ich habe keine Plätze mehr. Hier so wenig Plätze. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen mehr Plätze. So, dann kommt der hier mal weg. Den müssen wir ein wenig verbessern. Das ist ein Kanonier, oder? Ne, das ist ein Falkner. Normaler. Nur normaler. Na komm. Komm näher, mein Freund. Kann ich endlich mal hier... Bisschen Fernkampf nach vorne bringen. Geht noch nicht, brauche ich noch ein paar Punkte. Und die können sie erstmal nicht angreifen, auch sehr gut. Tja, leider haben wir jetzt unsere Felder alle voll. Wir dürfen die Natur jetzt nicht kaputt machen, möchte ich auch gar nicht. Wenn er sagt, soll ich nicht machen, mache ich es auch nicht. Jetzt muss ich darauf leider verzichten, ha? Aber wir kriegen geile Artefakte. Eine Händlerkutsche. Ding, 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 ding. So. Da kann man nicht mehr viel machen. Wir werden das aber mal probieren müssen mit der, mit den Urkunden, was passiert, wenn wir das tun. Wahrscheinlich kriegen wir einfach nur einen Debuff auf unseren Units. Aber darauf können wir irgendwann keine Rücksicht mehr nehmen, ne?
Machen wir noch ein Level. Und ich denke, dann haben wir auch genügend Beutepunkte. Oder noch nicht. Vielleicht auch noch nicht. Dann können wir noch eins machen. Durch die Übernahme dieser Felder wird der Wald hier gestärkt. Versuche dann... Ach so. Na gut, ist ja nicht... Nicht so schlimm, tatsächlich. Der wird einfach nur eine Stufe stärker wahrscheinlich. Ist dann also nicht so wichtig. Der hier. Ne? Oh, ein Schafhirte legendär. Verwandelt sich in einen Wolf, wenn sich Feinde in der Nähe befinden. Ein Wolfsturm ist die Angriffszeit um 1 und die Abklingzeit des Angriffs um 1. Echt? Ach, tatsächlich, der verwandelt sich ja wirklich in den Wolf. Hä? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist mir echt nicht aufgefallen. Patsch! So, eine blaue Fahne. Nahkampfblöcke zu fusionieren ist auch wichtig. Okay, Geld für Drauzki jetzt nicht, das ist aber okay. Das ist in Ordnung. Aua! Alter, wer macht da so viel Schaden? Alter, was ist mit denen los? Die töten meine Unterstützer ja easy. Das ist aber nicht so schön. Das war jetzt nicht toll. Ärgerlich. Sehr viel Geld verloren. Aber sie bringen trotzdem was. Selbst wenn sie sterben sollten, sie haben bis dahin viel Geld generiert. Ich hasse euch, Auela. Keine Artefakte. Bisher sehr unlucky da unten. 13 Wellen haben wir, also die Wellen steigen gut. Könnte sein, dass wir höchstwahrscheinlich hier mal ein paar mehr Wellen kriegen, was ich sehr gut finde. Ich finde halt 15 Wellen auch ein bisschen zu wenig. Gerade weil wir, je mehr Wellen haben, umso mehr Geld wir auch für außerhalb, also oder Edelsteine bekommen. Was halt sehr nice ist. Weil wir in-game halt hier ne, sowas die Dings kaufen können. Gold und Erze und so. Gut, jetzt haben wir erstmal das. Level 5 sind die. Wir haben nur Level 1er Krieger da vorne. Wunder, dass die alle verrecken. Autsch. Alter. Ist das stupid. Ding, 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 ding. Nice. Kommen die Bogenschützen schon mal hin? Oh, lass mal den Bauer noch, bis er stirbt. Der wird nicht lange am Leben bleiben, denke ich. Da kommen die Falkner schon und fokussen ihn. Kann sein, dass sie tatsächlich auf Unterstützungsblöcke primär gehen, die Falkner. Habe ich im Gefühl. Nice. So. So muss es sein. Let's go. Blitzpfeile haben wir. Jetzt werden wir ein bisschen Geld sparen für die Artefakte gleich. Katalina ist einfach so ein wichtiger, wertvoller Held. Die würde ich niemals austauschen, glaube ich. Ich glaube echt, die müssen wir so behalten. Wir können gar keinen anderen Helden nehmen, bis jetzt nicht wollte. Weil sie ist einfach viel zu strong. Weil ohne sie würde ich nämlich diesen Artefaktwagen gar nicht kriegen jedes Mal. Oder halt nur manchmal. Aber jetzt kriege ich ja immer drei Artefakte. Jetzt kann ich mir immer drei Artefakte kaufen. Katalina ist so wichtig. Vor allem später auch kann ihr Skill so 300, 400, 500 Gold. Später noch bis zu 2500 Gold bringen. Das ist schon heftig. Schon böse. 1080 Gold. Ach, einfach let's go. Einfach alles mitnehmen. Bisschen die Schützen noch stärken. Dass sie hier eine Attack raushauen und dann einfach alles umnatzen. So, jetzt haben wir erstmal die Möglichkeit, mal so ein Ding aufzumachen. Wir haben halt nicht als Mission... Ne, haben wir nicht. Oh. Und den Waldhüter erzürnt. Ja, das ist aber okay. Der darf ruhig erzürnt sein. Wir snipen ihn eh weg. 5 Bergarbeiter sind ein bisschen wenig, finde ich.
Ich hätte sie vorher noch. Egal, jetzt ist egal. Der Kanoniere, hm? Ah, ne, das ist ein Magier. Das sind gar keine Kanoniere. Wir brauchen mehr Money. Glücksspein, Grundbesitzurkunde. Zack, erzeugen wir den nächsten. Let's go, so muss es sein. Finale Wave. Dim, 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 dim. Und die snipen alles weg, sobald sie sichtbar sind. Alles weg. Das war's auch schon. Schade. Wieder halt kein Boss, ne? Diesmal haben wir nicht eine Händlerkarawane gehabt. Schauen wir doch mal, ob wir voll sind oder ob wir noch eine Mission machen können. Ich befürchte, wir sind voll, ne? Hm. Ach Mann, ich hätte gerne weitergespielt. Was haben wir hier noch? Schüsse Frost oder 8 zweimal erfolgreich habe. Oh, das gehen wir auch hin. Krieg ich 10 Gems dafür. Holy shit. Und 8 von diesen Punkten. Na, Frost der 8 ist halt. Ja, blub, blub, blub. Ich glaube, das ist das nächste, ne? Oh, haben wir auch schon erledigt. Okay. Und vielleicht doch ein bisschen Overkill. Naja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, erfrostete 8 ist halt das hier, ne? Zweimal. Kriegen wir hin, werde ich für unsere Mission machen. Und auch dieses benutzte 3000 oder weniger Silber. Sicherlich bis zum nächsten Mal, dass wir uns da das Ding mitnehmen können. Was haben wir hier noch? Eine neue Ausrüstung, und zwar das Kriegslehrbuch. Mhm. Mehr haben wir gerade nicht. Ich könnte das hier noch machen. Na, kann ich nicht, weil Handelsüberdruck ist voll. Vielleicht können wir die Ausgrabungsstätte zusammen machen, aber ich glaube, letztes Mal schon gemacht, ne? Na dann. Nehmen wir uns ein bisschen Gold, würde ich sagen. 1080. Vielleicht kriegen wir es auch gleich am Anfang gelöst. Easy peasy. Ach, gewonnen. Ah, das war ja so einfach. Ja, 1080 Gold. So einfach kann man Geld farmen. Yay, perfekt. Gut, 1080 Gold nochmal on top mitgenommen. Sehr gut. Und hier haben wir nochmal 3 Gems dafür. Genau, 3,5 Stunden braucht das noch. Und dann können wir das Steueramt verbessern. Das kostet aber auch Gems, ne? Die können wir. Ah, hier kann ich sogar noch 3 rausnehmen. Perfekt. Und kann ich die hier auch? Na, 60 kriegen wir dann. Das heißt, das werde ich als erstes machen. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Gold dafür. Ja. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge leider erst wieder. Und bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.